Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir müssen uns jetzt um Blacklist 11 kümmern, Big Lou. Ich weiß gar nicht, haben wir die Meilensteine schon? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann werden wir uns darum kümmern. Und, ja. Haben wir Spaß mit Izzys Wagen? Denn ich mag ihren Wagen total. Und, der Wagen ist einfach genial, finde ich. Boah, ist ein ganz anderes Fahrgefühl, als wenn man jetzt ins Shift fährt. Ja, ich war gerade noch eine Runde Shift aufnehmen. Und zack, geschafft. Was auch immer ich für die Geschwindigkeit erreichen musste. 190, ja toll, ich bin damit 235 durchgebrettert. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht, mit wie viel ich hier durchbrettern soll. Oh. Was? Okay, dann kommen wir halt eben von der anderen Seite. So, was sagt denn der überhaupt? Mit wie viel kam ich mich da durchbrettern? Oh, mit 390. Dann wollen wir mal. Ja, solange ich, ja gut, ich könnte eigentlich gucken, ob ich den Lexus aufmotzen kann. Und, oh, wieder mit 235. Ja, fast. Hey, ich bin's. Angeblich interessiert sich dieser Bulle Cross für dich. Er fährt eine C6 Corvette, also halt die Augen offen. Seine Street Racer Staffel sucht nach dir. Lass dich von denen nicht erwischen. Die sind immer zu dritt unterwegs und versuchen, einen einzukreisen. Du kannst mir glauben, mich haben die auch so gekriegt. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was Neues erfahre. Juckt keinen, was du für Probleme mit ihm hast. Entschuldigung. Ja, so, dann wollen wir mal gleich an den Drag ran. Hehehe. So. So, perfekten Start. Perfekten Start. Perfekt geschaltet. Achso, nee. Oh, komm schon, komm schon! Hey, da waren sie doch. Oh ja, locker flockig geworden. So, das ist minimal, schön. Dann können wir auch gleich mal gucken. Hoffentlich schalten wir auch wieder perfekt. Das wäre nämlich super. Läuft ja eigentlich wie alles wie am Schnürchen. Wow! Die Beschleunigung von dem hier ist gerade mal wirklich besser. Ui, ui, ui. Tschüss! Der war ein bisschen, ja, ausgebrannt. Ach, das ist eine Lotus Elise. Na, guck einen an. Aber wir haben sowieso mit 222 haben wir jetzt sowieso schön die Führung übernommen. Oh, das wird lustig. Das wird jetzt sehr lustig. Oh ja. Das gewinnt mir definitiv locker flockig. Boah. Haben wir den Reifen runtergelassen? Nö. Schade. Das wäre jetzt ultimativ gewesen. Ja, okay. Jetzt hätte ich hier eigentlich... Ich hätte hier eigentlich noch mehr Geschwindigkeit rausholen können, aber ich meine, hallo. Ich würde sowieso mit über 100 km. Und zack. Ah, das ist unser Wagen? Doch. Ich dachte, unser Wagen wäre noch nicht beschädigt gewesen. Oh ja. Läuft doch. Läuft doch wirklich. So, wir fahren. Woohoo! Oh, du mich auch.
Oh ja, ich weiß, dass der Nexus gerade mal ziemlich abzieht. Aber wen interessiert das schon? Sag, ich hab das sowieso jetzt gewonnen. So, da ich nämlich nicht eine Sekunde, ja doch eine Sekunde hing ich hinterher, macht aber nichts, wir haben trotzdem gewonnen. Was willst du denn? Benutzverfolgungsstrafe war sinnvoll, ja, schön für dich. So, auf geht's, nächstes Rennen. Oh, Sprint, schön. Das ist schön. Auf geht's. Wow, der war super stark. Den Porsche kann man beim Motor noch holen. Zumindest von Baron. Aber es hat 911 GT3, nee, 911 GT2 hier zu suchen. Ist das der... Nee, Quatsch, das ist doch der Carrera S. Den meine ich doch. Oh ja, ich werde mich mal mit dem Wagen hier abwechseln. Ich werde mal später gleich den Lexus ausprobieren. Sobald ich ein bisschen Geld verdient habe, werde ich den Lexus mal ein bisschen auftunen wieder. Ich meine, wir können ja nicht nur dauerhaft hier den RX-8 aufmotzen, auch wenn es uns natürlich hilft. Ich glaube, erst ab Blacklist 9 kriegen wir den ein. Ja, wir! Ha! Und ab durch hier. So. Oh ja, ihr seid da. Ja, wieder einfach mal überholt. Wie viel haben wir noch? Ah, wir haben noch ein paar Prozent. Ach, da geht's lang. Oh, oh, oh. Und? Ja, komm. Stylisch rein. So geht das doch. So, wie viel Geld haben wir eigentlich schon? 25.000, das ist mir zu wenig. Ein Rennen fahren wir doch. Na, ja, zwei. Dann werde ich mal gucken, dass ich den Lexus auftune. Upsala. Habe ich aus Versehen den perfekten Start verpasst. Macht aber nichts. Big Lou wird, denke ich mal, nicht wirklich so eine große Sache werden. Ich meine, was will der schon gegen uns ausrichten? Der kann auch nicht wirklich was gegen uns ausrichten. Zumindest wenn wir unsere Wagen hier voll aufgetunt haben. Hui! So geht das doch. So, wie viel Zeit haben wir überhaupt? Ich weiß überhaupt gar nicht, zu welcher Mordstelle wir müssen. Aua! Ich sag mal, Kollege Erik sagt, du willst aber auch gerne mit dem Arsch wackeln, ne? Oh ja, mir soll's recht sein. Solange du trotzdem noch schnell bist. Ich meine, das war ja sowieso das Auto von der Frau. Oh, 21, 20, 19, 18, jo. Packen wir ja locker flockig easy. Ach, auf der Autobahn oder was? Oder vertue ich mich da gerade mal? Nee, Quatsch. Wir fahren einmal kurz auf der Autobahn und gehen wir wieder. Oh, runter! Wow. Der war scharf. So, wir haben Regen. Regen. It's raining, man. Auf jeden Fall. Na komm, diesmal noch über der 20-Sekunden-Marke. Zack. 21:40. So ist das schön. So, wo müssen wir hin? Wir müssen gleich auf jeden Fall runter von der Autobahn. So viel weiß ich auch. Dann wird hier nicht auf der Autobahn bleiben. Siehst du? Rechts runter. Hätte ich mir denken können.
Da haben wir uns was Schönes eingebrockt. Schön um die Kurve gedriftet. Ach ne, nicht da lang. Alter. So. Yay, der war schön. So. Oh, der war haarscharf an der Kante vorbei. Alter, wie wir dieses Rennen einfach mal locker flockig gewinnen. Ja, danke schön. Der Zivilverkehr lässt auch zu wünschen übrig. Schön. Was willst du denn? Tippst du Radarfahrenrennen? Jo. Das kennen wir ja bereits. So, ein Rennen noch. Dann werden wir mal gucken, dass wir den Lexus aufpimpen. Ich weiß nämlich nicht, wie das jetzt aussieht damit. So. Schön. Wow. Aua. Komm schon, ich will noch immer der 10-Sekunden-Marke bleiben. La 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 la. So, geht doch. Ne, kannst du kriegen. Da werde ich jetzt gerade mal nicht drüber fahren. Das ist mir zu riskant. Komm schon. Upsala. Supi, das habe ich jetzt super gebremst. Ah, 4000 ist schon ordentlich Cash. So, auf Autobahn. Wir müssen wahrscheinlich sowieso gleich danach wieder runter. Danach dürfen wir uns nämlich schön mit den Bullen anlegen. Hey, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, Stufe 3 haben wir jetzt auch schon freigeschaltet. Oh, diesmal bleiben wir auf der Autobahn. Ist ja mal ein Wunder. Das ist schön. Wow. Ich werde jetzt aber auch nicht versuchen, alle Blacklist-Wagen zu kriegen. Aber zumindest die von Mick, von Baron und den von JB werde ich versuchen zu kriegen. Weil da brauche ich mir nicht... Aua. Weil da brauche ich mir nicht extra die Dodge Viper noch zu kaufen. Und den von... ach, wie heißt er nochmal? Blacklist 5. Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall der mit der Corvette. Dieser komische Glatzkorb. Ach, wie heißt denn der nochmal? Puh. Selbst das vergesse ich. Wow. Alter, wie war... Der war fail. Eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, wir haben ja aber noch ziemlich viel Zeit. Aber nee, genau in dem Moment muss ich natürlich da reinbrettern. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass da offen ist. Vor allem, was hat da die Stelle eigentlich auch offen zu suchen? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Okay, dann fahren wir so rum. Ist mir auch egal. Ach, da hin müssen wir. Okay. Na komm. Ah, der ist doch schön. Schön in die Kamera geguckt. So, ja, Meldung ist mir gerade mal völlig schnurzpiep egal. Ich merke mal gerade... Warum habe ich 3? Ach stimmt, ich habe ja noch den Supra von ihm. Ich werde mal kurz gucken, was wir auftunen können. So. Ich hoffe, dass wir überhaupt irgendwas auftun können. Nein, Quatsch. Da will ich doch gar nichts. So, motormäßig. Was haben wir denn da? Oh, wir haben Promotor. Alter. Das wird uns ordentlich kosten.
Definitiv. Oha. Blacklist 11. Alter. Blacklist 8. Ja, und jetzt noch der Turbo. Wetten? Nee. Einmal hin. Ach, konnten wir den Motor auftunen? Nein, ich wollte noch... Nee. Ich wollte noch gucken wegen Teile. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Ich glaube, ab Blacklist 9, glaube ich, erst. Ja. So, was ist denn mit Spoiler? Weil da wollte ich auch nochmal gucken. Ah, Blacklist 11. Supi. Weil da werde ich mir nämlich entweder den oder den besorgen. Ich glaube, ich werde mir den da besorgen. So, motormäßig werde ich mir nichts mehr holen. Ich glaube, ab Blacklist... Keine Ahnung. 11 oder so, oder 8? Weiß ich gar nicht. Nee, ich hab's frei. Geil. Ja, wie mache ich das jetzt? Dann mach ich's so. Bäh, ich mach das andersrum. Sorry. So. Ich finde das Vinyl einfach zu geil. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon dunkelrot haben. Na klar. Her damit. So. Haben wir wenigstens ein bisschen optisch freigeschaltet. Jetzt sieht er ein bisschen bissiger aus. Oh, der geht ab. Der geht definitiv ab. Minimal, minimal. Ah, beim Radar fallen rein. Okay. Wow. Der dürfte jetzt eigentlich besser sein als der RX8. Jetzt könnte mich auch mal. So. Ach, puh. Oh, das wird bitter. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Boah, scheiße, geht der ab. Yay, yeah, der war schön. Smoothie. Ach, schade. Keine Sprungkamera, wenn man hier wirklich genug Geschwindigkeit hat. Oh, Boat, wow. Schafft man hier sogar eine Sprungkamera. Aber nur wenn man wirklich schnell genug ist. Ich glaube, mit über 200, 300 km/h. 250 oder so. Oh! So, und rum damit. Boah, wie der abgeht gerade mal. Das ist einfach nur Hammer. Ich sag doch, der Lexus ist echt übel. Ja, gut. Wir müssen natürlich bedenken, wir haben natürlich auch schon Ultimate-Teile drin, ne? So. Ich hoffe, dass wir da in die Abkürzung rein müssen. Ja, müssen wir. Durch damit. Schöner Sprung. Ha, ha. Wow, bin ich aber froh, dass ich gerade mal nur dieses Absperrschildchen, dieses Warnschildchen da abgerissen habe. Haha. Zack und durch. So ist schön. Haben wir wieder mal geschafft. Ja, ja, die Bullen war wieder da. Und zack, komm. Auf geht's, nächster. Ja, perfekten Start. Tschüss, Leute. Boah. Mit einmal Nitro, perfekten Start, dann sofort auf den vierten Gang. Echt awesome. Verzieh dich. Ja. Das hätte mich fast meine Position wieder gekostet. So.
Ich fahr ziemlich riskant. Oh, komm schon. Ah, Sprungkamera. Cool. Glaub mir, wenn der noch das richtige Bodykit dann später drauf hat, bei Earl, dann sieht er so dermaßen aggressiv aus. Wow. Oh, wir haben schon Subaru mit dabei. Freut mich. Du wirst das aber nicht schaffen, mein Freund. Ja, genau. Versperr mir doch den Weg, du Pappnase. So, ich fahre jetzt hier rein. Dann kannst du bequem außen rumfahren. Die Abkürzung ist eigentlich ziemlich gut zu fahren. Vor allen Dingen, wenn man richtig die Kurve anfährt, dann verliert man auch sehr wenig Geschwindigkeit. Ah, die kleben mir aber gerade ganz schön gut am Arsch. Finde ich aber gut. Der war sehr haarscharf. Tschüss. Dong. So. Haben wir doch wieder ein bisschen Abstand rausgearbeitet. Wow, was war das denn jetzt gerade? Von 117 auf 229 Meter gerade. So, als ob sie kurzzeitig gestoppt werden. Ja, der war kacke. Normalerweise packe ich die Kurve eigentlich ganz gut. Oh oh. Uiui, Junge, Alter. Ja, genau. Ah, wie ich sowas hasse. Ich lass mich nicht lumpen. Ha, ha. Oh ja, du mal dein Nitro da. Hui, das war eine schöne Sprungkamera. Und tschüss. Oh, ich hätte mir vielleicht ein bisschen Nitro aufsparen sollen. Naja, egal. Macht jetzt auch nichts. Immerhin sind wir mit 250 noch um die Kurve gekommen, wenigstens ohne die Wand zu berühren. Och ja, ich habe ziemlich gut Abstand. Also vom Gummiband-Effekt spüre ich gerade so ziemlich gar nichts. Doch jetzt, weil ich zu blöd war, nämlich um die Kurve vernünftig zu fahren. Jetzt kann ich im Prinzip nur noch hoffen, dass die... Oh, scheiß Zivilverkehr. Ha! Wow! Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Ich meine, hallo, ich wäre fast selber da reingekracht. Alter, das geht ja ziemlich ab hier. Juhu, cool. Und einer hat sich gedreht. Wow, komm schon. Ab ins Ziel mit dir. Fahren wir das Ding nach Hause. Gegen Subaru vor allen Dingen. Huiuiui. Perfektes Bild. Mich sieht keiner. Oh Gott. So, letztes Rennen. Und dann können wir uns mit dem Bullen anlegen. Das wird sehr, sehr lustig, kann ich euch sagen. Oh, oh, jo, 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 Junge. Ich sollte nicht so viel Nitro am Anfang verballern. Oh Gott. Genial, ey. Und genau gegen die Wand. Oh. Boah. 248 Kamera habe ich so gerade eben noch geschafft. Ja, genau. Ey. Da war ich noch Erster. Mit 463, Alter. Naja, fahrt ihr mal.
Ne, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, 894. Ja. So, ich kleb dir im Arsch. Was machst du jetzt? Kannst du mir mal die Arschbacke knutschen? Oh, komm, bitte, 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 bitte. Puh, zweiter. Ja, genau, mit 2 km/h. Ich glaub's ja nicht. Müssen wir das glatt echt neu starten? So. Danke. Ein Wunder, dass du diesmal nicht stecken geblieben bist. Ich finde das immer wieder geil. Einfach rumrutschen. Oh oh. Wow, ein Kammer schneller als vorhin. Vorhin war ich nämlich bei 246, jetzt war ich bei 247. So, und? 485. Okay. Das regeln wir so. So, komm schon. Und, haben wir es geschafft? Ja, genau! Gehst du kacken, ey!